Hi, ich bin die Viola und ich bin heute zu Besuch in Berlin bei der ersten Azubi-Akademie für Steuerfachangestellte. Und ich habe mich bei den Teilnehmern ein bisschen umgefragt, was sie so denken, was sie meinen. Und zusammen haben wir einen Film von den Azubis für die Azubis gedreht. Ich mache die Ausbildung zur Steuerfachangestellten, weil dieser Beruf einfach eine unglaublich breite Perspektive bildet, auf dem Arbeitsmarkt und auch persönlich, wenn man mit sehr interessanten Menschen zu tun hat. Durch meinen Chef, der Steuerberater, habe ich die Möglichkeit, dass ich hier in Berlin bin, durchs Beraterwerk. Und hier lernen wir viel Fachliches über Finanzbuchhaltung, über Steuern, einfach viele Themenbereiche. Unter anderem schulen wir uns auch in den Soft Skills, wie zum Beispiel Kommunikation oder die richtigen Lerntechniken zum Lernen von Inhalten, sei es steuerlich oder andere Sachen. Ja, unser Thema heute war ja Lernen leicht gemacht und das war besonders wichtig für die Steuerfachangestellten Azubis, weil das so ein unglaublich komplexes Thema ist. Einfach sehr, sehr viele verschiedene Themengebiete damit reinspielen und es in diesen 3 Jahren Ausbildung sehr wichtig ist, dass man sich wirklich jedes Detail merkt, jeden einzelnen Schritt in jedem Gebiet wirklich weiß, worum es da geht und das dann auch auf Abruf parat hat. Ich finde gut, dass dieses Jahr nicht nur wir Auszubildende, sondern auch unsere Ausbilder teilnehmen, sodass wir später im Betrieb dann alles gemeinsam umsetzen können. Besonders gut an der Ausbildung bei Thomas Meier & Partner gefällt mir, dass ich seit meinem ersten Tag als vollwertiger Mitarbeiter angesehen werde und vom gesamten Team und vor allem meiner Ausbilderin eine tolle Unterstützung erhalte. In unserer Kanzlei spielt die Ausbildung eine große Rolle. Deshalb bin ich sehr froh, hier zu sein und auch zu sehen, wie sich unsere Nachwuchstalente weiterentwickeln. Nicht nur fachlich, sondern auch persönlich. Also, da ich gerade im 3. Lehrjahr bin und das auch bald beendet habe, habe ich mir vorgestellt, danach, dadurch, dass der Beruf so viele Weiterbildungsmöglichkeiten hat, auf jeden Fall einen Schritt weiter zu gehen in Richtung Steuerfachwirt oder Bilanzbuchhalter und vielleicht sogar irgendwann den Steuerberater. Also die Azubi-Akademie haben wir im Rahmen des Steuerberaternetzwerkes Beraterwerk gegründet. Das Ziel war hauptsächlich in einer gemeinsamen Aktion für junge Leute eine komprimierte, qualitativ hochwertige Ausbildung zu bieten. Und das nicht nur hinsichtlich fachlicher Themen wie Steuern, wie Jahresabschlüsse, Finanzbuchhaltung, sondern auch Themen, die für die Ausbildung wichtig sind, wie soziale Kompetenz, wie Lerntechniken oder auch wie Kommunikation. Das waren die Hauptziele. Ziel war natürlich auch, durch die Art und den Ort, wo wir es gemacht haben, eine Attraktion für die jungen Menschen zu bieten. In den 3 Jahren Ausbildung hat mir am besten gefallen, dass man viel mit Menschen zusammengearbeitet hat, mit den Mandanten, aber auch mit den Kollegen. Da lernt man auch unheimlich verschiedene Typen kennen. Spaß gemacht hat natürlich generell das Thema Steuern, da sich besser mit drin auszukennen, auch für die Zukunft, für einen selber. Ist ja auch ein ganz spannendes Thema, seine eigene Einkommensteuererklärung dann zu machen. Ja, das hat mir so am besten gefallen. Ich finde es echt cool, dass ich hier sein darf in Berlin, dass ich die Möglichkeit bekommen habe. Und wenn es das irgendwie nochmal gäbe, fände ich es echt schön, wenn ich nochmal dran teilnehmen könnte. Ein Ziel war ja, dass wir in einer Atmosphäre lernen, in der wir motiviert sind und in der wir Spaß haben. Und beides ist voll eingetreten. Für die Zukunft habe ich eigentlich geplant, nicht Steuerfachangestellte immer zu bleiben, sondern auch die Weiterbildungsmöglichkeiten einfach zu nutzen. Und vielleicht bin ich irgendwann Steuerberater. Mein Eindruck vom heutigen Tag ist, dass die Azubis die gemeinsame Zeit total genießen, viel Spaß hatten und auch die Referenten total begeistert sind von den Teilnehmern. Wer jetzt noch mehr Informationen haben will, schaut einfach auf die Seite beraterwerk-steuerberater.de. Ich persönlich freue mich total aufs nächste Jahr. Vielleicht ist ja jemand von euch auch dabei. Bis dann. Ciao.